Ich bin hier auf bayerischem Boden, aber nicht daheim im Freistaat Bayern, sondern in Berlin. Gibt es hier einen bayerischen Boden? Klar, unsere bayerische Vertretung. In dieser Vertretung wird vieles geleistet und gemacht. Es ist Anlaufstelle für die Bayern, die in Berlin sind, aber auch für viele Gäste aus ganz Deutschland, die etwas über Bayern erfahren wollen. Da gibt es traditionelle Veranstaltungen, da gibt es aber auch viele politische Meetings, Treffen, Vorbereitungen vom Bundesrat, der beispielsweise gestern war. Ich war im ersten halben Jahr meiner Amtszeit vornehmlich natürlich in Bayern unterwegs. Wir hatten Wahlkampf, da gab es viel zu tun, auf den Weg zu bringen. Jetzt, nachdem wir eine Regierung stabil gebildet haben, kommt es auch wieder mehr darauf an, die Interessen hier einzubringen, beispielsweise eben beim Bundesrat, aber auch gegenüber der Bundesregierung. Bayern und Berlin, eine wechselvolle Beziehung. Der Freistaat Bayern hätte manches Lob verdient, denn er zahlt sehr viel Geld im Rahmen des Länderfinanzausgleichs. Ein bisschen zu viel, wie wir glauben, gerade hier nach Berlin. Aber es gilt auch viel zu leisten hier. Wir wollen als Bayern ein konstruktiver Partner sein, ein optimistischer. Wir wollen auch aus den Diskussionen, die wir in Bayern hatten, lernen, konstruktiv in Brüssel, in Europa sich einbringen, aber auch in Berlin. Und das Symbol dafür ist unser bayerischer Löwe. Stark, manchmal sagt er auch klar seine Meinung, aber im Grunde genommen freut er sich auf eine gute Zusammenarbeit. Hier in der bayerischen Vertretung wird das alles geleistet.